Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen bei der News-Sendung vom PS3 Talk TV in dieser Woche. Fangen wir mal wieder an mit den heißesten Next-Gen-News. Sony muss langsam ganz schön aufpassen, nicht zu viele Vorschusslorbeeren zu erhalten, da sonst die Erwartungen der PS4-Käufer nicht erfüllt werden könnten. Trotzdem freuen wir uns immer über positive Resonanzen unserer zukünftigen Lieblingskonsole. Diesmal kommen die Lorbeeren von AMD. Der Chiphersteller stellt essentielle Bestandteile der PS4, der nächsten Xbox und auch der Wii U zur Verfügung. Daher darf John Gustafsson, seines Zeichens Grafikarchitekt bei AMD, nicht zu viel Positives über die PS4 sagen. Er sagt selber, dass sie ja noch andere Partner hätten. Trotzdem lässt er sich nicht nehmen, die Grafikpower und die tolle PC-Architektur der Konsole zu loben. Außerdem hat sich Guerrilla Games positiv zur Entwicklung Sonys geäußert. So sei Sony nicht mehr das Unternehmen wie vor 5 Jahren. Sie hätten sich stark entwickelt, vor allem im Bereich Service. Sprich, Sony versucht stark auf die Wünsche der Entwickler einzugehen. Der Macher von Prey und dem zukünftigen Titel The Witness, Jonathan Blow, kann dies nur bestätigen. Sony ist gerade auch entwicklerfreundlich, wenn es um Indie-Titel geht und nicht nur um AAA-Titel. Somit war es leicht, sich bei The Witness für Sony zu entscheiden, da Microsoft große Hürden für Indie-Entwickler bietet. Auch der Kopf hinter Retro City Rampage, Brian Provinciano, sprach negativ in Bezug auf Microsoft. So sollen die Verhandlungen mit Microsoft viel zu lange dauern und es muss immer ein Publisher zur Sicherheit parat stehen, was für viele Indie-Entwickler ein Ding der Unmöglichkeit bedeutet. Auch Provinciano lobt in Bezug dazu Sony und meint, dass auch für kleine Indie-Titel viel kostenlose Werbung gemacht wird. Abschließend sagte er, dass Sony und Nintendo auf das Feedback der Entwickler eingehen würden. Microsoft ließ er bei dieser Behauptung weg. Natürlich gibt es auch wieder kritische Stimmen. Diesmal kommen diese von dem BioWare-Gründer Greg Cechuk. Dieser glaubt nämlich, dass die kommenden Next-Gen-Konsolen im Allgemeinen nicht den Trend Richtung Zocken auf Smartphones docken könnten. Außerdem würden sich Konsolen ja nicht gut verkaufen und in Zukunft immer weniger gut. Kommen wir aber zu den neuesten Gerüchten rund um Next-Gen-Games. So soll Insomniac neben dem bald erscheinenden Fuse noch ein Next-Gen-Game in der Pipeline haben. Was meint ihr, was das wird? Vielleicht mal wieder ein Resistance. Außerdem arbeitet Volition außer an dem nächsten Saints Row auch schon an einem Next-Gen-Titel. Das ist aber noch nicht alles. Die Macher von Ni No Kuni, also Level 5, arbeiten auch an einem PS4-Titel. Wahrscheinlich wird dieser sogar wieder exklusiv. Da kann doch nur was Tolles bei rauskommen, oder was meint ihr? Hoffentlich arbeiten sie dafür wieder mit Studio Ghibli zusammen. Criterion Games arbeitet ebenfalls wieder an einem Rennspiel. Dieses könnte ein Remake zu Need for Speed Underground werden. Quantic Dreams ist zwar auch noch mit Beyond beschäftigt, aber es dürfte keine große Überraschung sein, dass sie auch an einem PS4-Titel arbeiten. Interessant ist allerdings, dass man aufgrund einer Stellenausschreibung vermutet, dass sie in ihrem nächsten Titel einen Multiplayer mit einbauen wollen. Da sind wir aber mal gespannt. Bethesda hat außerdem bekannt gegeben, dass 2013 auf uns eine richtig fette Spieleankündigung wartet. Was meint ihr? Ich denke ja, uns erwartet Fallout 4. Das sind mal eine ganze Menge Ankündigungen und es wurde ja schon öfter gemunkelt, dass uns bei den Next-Gen-Konsolen das beste Lineup aller Zeiten erwartet. Da kann man es doch gar nicht mehr erwarten. Aber ganz ehrlich, bevor es wieder auf Weihnachten zugeht, will ich jetzt erstmal Sommer, Sonne und Sonnenschein. Zu The Witcher 3 gibt es auch neue Informationen. Die beiden ersten Teile durften wir armen PlayStation-Spieler ja nicht zocken. Die Gründe dafür sind wahrscheinlich die Schwierigkeiten bei der Portierung auf die PlayStation 3. Adam Badowski, der Managing Director von CD Projekt Red, äußerte sich jetzt darüber, dass diese Probleme mit der PlayStation 4 der Vergangenheit angehören werden. Aufgrund der PC-Architektur wäre die Portierung sogar extrem einfach und es wird keine großen Einschnitte zur Lead-Plattform PC geben. Das ist doch schön zu hören. Außerdem wurde ja schon öfter über die epischen Ausmaße des Spiels berichtet. Jetzt gibt es dazu wieder neue Informationen. So soll der Epilog des Spiels über 300 unterschiedliche Enden enthalten. Die Unterschiede dürften zwar nur minimal ausfallen, aber trotzdem ist das eine ganz schöne Leistung. Ich freue mich schon auf die goldene Trophäe, für die man alle 300 Enden spielen muss. Viel Spaß dabei! Der Gameplay-Designer Maciej Kesnik, das war wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, sprach jetzt über einen möglichen Multiplayer. So werden sie auf keinen Fall einen Zwangsmultiplayer machen, nur um ein paar Leute mehr anzusprechen. Das wäre bei viel zu vielen Spielen im Moment der Fall. Sollten sie sich für einen Multiplayer entscheiden, dann nur, weil dieser wirklich Sinn gibt und das Spiel bereichert. Was denkt ihr? Erwartet uns mit The Witcher 3 ein episches Spiel oder seht ihr das Ganze noch eher kritisch?
reputation for hire. I'm a witcher. Batman Arkham Origins, der Nachfolger von Arkham City, wurde angekündigt. Warner Bros. Games Montreal ist der neue Entwickler und somit wird es nicht mehr von Rocksteady entwickelt. Da fangen wahrscheinlich viele Batman-Fans an zu schwitzen und hoffen, dass die hohe Qualität der ersten beiden Teile gehalten werden kann. Sefton Hill, der Director der ersten beiden Teile, sagte gegenüber Game Informers, dass Rocksteady zuversichtlich ist, dass die Qualität auf jeden Fall gehalten wird. Aber ganz ehrlich, was soll er auch anderes sagen? Was meint ihr? Leere Worte oder denkt ihr vielleicht, dass ein junges, frisches Team frischen Wind in einen Nachfolger bringen kann? Außerdem gibt es auch schon die ersten Infos zum Spiel. So soll Arkham Origins, wie der Name schon vermuten lässt, viele Jahre vor den ersten Teilen spielen und einen jüngeren Batman darstellen. Das ist ja momentan Trend und man muss sagen, wenn man sich DMC oder Tomb Raider anschaut, tut das vielen Serien wirklich gut. Das Setting spielt zur Weihnachtszeit und der Antagonist Black Mask hat es auf, wer hätte es gedacht, Batman abgesehen. Black Mask kommt immer nur zur Weihnachtszeit. Die Kämpfe sollen anders werden und sollen neue taktische Möglichkeiten bieten. Es gibt viele neue Mechanismen im Spiel, wie die Möglichkeit, Signaltürme und Wolkenkratzer zu hacken. Ein Release-Termin hat das Spiel auch schon bekommen. Passend zum Setting kommt es natürlich zum Beginn der Vorweihnachtszeit am 25. Oktober in den Handel. Und es geht wieder los. Wir zeigen euch wie jede Woche die übrigen heißesten News der letzten Woche in der Zusammenfassung. Es geht gleich mal mit einer ganz brisanten News los. EA hat zum zweiten Mal in Folge den Titel als Worst Company in America, sprich schlechtestes Unternehmen in den USA, erhalten. Was meint ihr dazu? Ist das wirklich berechtigt, dass zum Beispiel die Bank of America hinter EA liegt? Oder meint ihr vielleicht, dass EA in der Videospielebranche nicht gerade die Topfirma ist, aber den Titel im Vergleich mit anderen Unternehmen aus anderen Branchen nicht verdient hat? In einem Studio in Montreal hat EA jetzt 170 Mitarbeiter entlassen. Der Grund dafür sei, dass dieser Schritt hätte erfolgen müssen, um in Zukunft effizienter an Mobile Games und Titeln für neue Plattformen arbeiten zu können. Auch Slant Six Games musste wieder 60 Leute entlassen. Wer sie nicht kennt, es handelt sich hierbei um den Entwickler von Resident Evil Operation Raccoon City. Es gibt auch neue Informationen zu Tales of Xillia. So soll das Spiel am 9. August in Europa erscheinen und eine feine Collector's Edition, die ihr gerade seht, wird es natürlich auch geben. Viele Entwickler und Personen der Spielindustrie denken ja schon länger, dass Free-to-Play kein kurzzeitiger Trend ist, sondern in Zukunft auch auf Konsolenstandard werden soll. Für das PSN wurde jetzt Ridge Racer Driftopia angekündigt. Dieser Titel wird Free-to-Play werden, das heißt, er wird nichts kosten. Weitere Informationen und wann der Titel erscheint, wird es bald geben. Wir sind auch schon gespannt, was man so für bestimmte Premium-Autos hinblättern muss. Der Entwickler will ja sicherlich auch an diesem Titel etwas verdienen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Am 1. Mai kommt Far Cry 3 Blood Dragon raus. Blood Dragon spielt im Jahre 2007. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie das sein kann, da es sich um ein Cybergame handelt. Mit einem Protagonisten, der halb Mensch, halb Cyborg ist. Ganz einfach, es spielt im Jahre 2007, wie man sich in den 80er Jahren das Jahr 2007 ungefähr vorgestellt hat. Das ganze Spiel erinnert stark an die 80er, egal ob der Soundtrack, die Farben, das ganze Setting eben. Die Entwickler sind mindestens genauso abgedreht wie das Spiel. Schaut euch einfach mal das Interview von Ubisoft TV mit dem Creative Director Dean Evans an. Der gute Mann furzt zum Einstieg einfach mal lautstark in das Mikro. Das Interview seht ihr natürlich auf ps3talk.de. Die Abgedrehtheit des Spiels sieht man schon im Trailer. Man kann zum Beispiel jederzeit per Knopfdruck den Gegnern den Mittelfinger zeigen mit einem anschließenden Fuck you des Protagonisten. Das Spiel ist extrem trashig und soll laut Evans einfach Spaß machen. Es handelt sich nicht um ein Add-on, sondern um einen Standalone-Titel, der für 14,99 € ins PSN kommt. Turbo Super Stunt Squad kommt diesen Sommer in die Kinos. Der Animationsfilm bekommt natürlich auch ein gleichnamiges Spiel spendiert.
Bei diesem Action-Rennspiel geht es, wie ihr seht, um eine kleine Rennschnecke. Normalerweise bin ich solchen Versoftungen ja sehr kritisch gegenüber, aber ich muss schon sagen, der erste Trailer sieht meiner Meinung nach recht witzig und ansprechend aus. Was meint ihr? Völlig belangloser Mist oder vielleicht mal eine interessante Filmversoftung? Die Schlümpfe 2 schlumpfen demnächst auch wieder über unseren Schlumpf. Um noch schlumpfiger zu sein, ab Juli 2013. Einen noch genaueren Schlumpf gibt es bis jetzt noch nicht. Passend dazu schlumpfen die Schlümpfe ab dem 31. Juli wieder über die Kinoleinwände. In dem lustigen Action-Adventure dürft ihr unter anderem New York und Paris erschlumpfen. Fans der Schlümpfe werden sicherlich viel Schlumpf damit haben. Also erschlumpft euch den Titel und habt viel Schlumpf damit. Lost Planet 3 wurde jetzt aus geschäftlichen Gründen verschoben, und zwar auf den 30. August 2013. Somit kann er auf der Gamescom noch schön beworben werden. Das ist wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt, aber das PS3 Talk Team freut sich schon auf das Anzocken in Köln. Eine ganze Menge Vorbestellerboni wurden jetzt auch per Video angekündigt. Diese könnt ihr euch natürlich auf ps3talk.de anschauen. Auch Ninja Theory arbeitet an einem neuen Projekt. Ein neues Onimusha oder Heavenly Sword wäre ja wirklich genial. Allerdings sieht es für Fortsetzungen dieser Titel eher schlecht aus. Ein neues DMC wäre natürlich recht zügig und somit auch eher unwahrscheinlich. Ein weiteres Enslaved wäre ja mal cool, allerdings ist der erste Teil nicht gerade ein finanzieller Burner gewesen. Was denkt ihr, eine Fortsetzung oder vielleicht eine neue IP? Das Piratenabenteuer von Top Rare Raven's Cry hat einen festen Release-Termin spendiert bekommen. Das Third-Person-Action-Adventure soll somit am 24. Oktober für die PlayStation 3 auf den Markt kommen. Respekt, sich aufgrund des identischen Settings mit Assassin's Creed Black Flag anzulegen. Was meint ihr, gute Idee oder ist das von Topware im Sommerschlaf? Das waren ja schon mal wieder die wichtigsten News der vergangenen Woche, bis auf ein paar weitere Vita-News natürlich. Passend zum neuen Batman für die PS3 wurde jetzt auch ein eigener Vita-Titel mit dem Namen Batman Arkham Origins Blackgate angekündigt. Dieses Spiel wird von den Amateur Studios entwickelt, das von einigen Designern der Metroid-Spiele gegründet wurde. Viel mehr Infos gibt es leider noch nicht. Aber natürlich lest ihr diese zuerst bei ps3talk.de. Ragnarok Odyssey Ace wurde jetzt auch für Europa angekündigt. Wann ist allerdings noch fraglich, da noch nicht mal die japanische PS3-Version ein Release-Datum hat. Die Vita-Version erscheint am 11. Juli in Japan. Ein westlicher Release von Tales of Hearts R ist dagegen leider sehr unwahrscheinlich. Der Tales of-Producer Hideo Baba sagte dazu, dass derzeit nichts geplant ist, gerade weil die Wiederverkäufe im Westen eher schlecht laufen zurzeit. Damit Tales of Hearts R im Westen erscheint, müsste sich das also ändern. Das war es mal wieder mit den heißesten News der letzten Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir wie immer euer Feedback da und wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen, uns weiter zu empfehlen, auf Facebook zu teilen und so weiter. Das hilft uns sehr, euch auch in Zukunft die Qualität zu bieten, die ihr gewohnt seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken. Musik